Moin. Ja, Leute, wenn das mal nicht die geilste Musik ist in einem Horse Game. Yeah. Voll krass, die Synthesizer-Sounds bei Reitschule 2. Ohne SE. Deine Reitschule 2. Der zweite Teil. Weil Teil 1 war nicht so geil, denn wir machen Reitschule 2 besser, denn Reitschule 1 war nicht so krasser. Wir wollten Action mit Pferden, doch wir haben nur gesehen, dass das so nicht werden soll, wie wir wollten. Doch mit Reitschule 2 ohne SE wird das alles wirklich cool. Denn Reitschule 2 braucht keine Special Edition, um cool zu sein, glaube ich. Wir haben ein krasses Auto. Es ist grau und es fährt auf der Straße. Es fährt entlang bis zu unserem Rasen, wo wir haben unser Pferd. Denn Reitschule 2 sagt: Endlich Sommerferien und das Beste an ihnen, du bringst sie auf Omas Hof, dessen Eröffnung kurz bevorsteht. Natürlich bist du die erste Schülerin und du bist begeistert, wie gut du den Kursen absolvierst. Ein Naturtalent. Leider gerät der Reiterhof schon bald in finanzielle Schwierigkeiten, da einfach nicht genügend Anmeldungen vorliegen. Jetzt kommt's auf dich an. Trainier fleißig. Und schon bald wirst du an Turnieren teilnehmen können. Mache den Reiterhof mit deinen Erfolgen bekannter und sorge dafür, dass es zu deinem erfolgreichsten Unternehmen entwickelt. Okay, das habt ihr jetzt nicht gereimt, aber Reitschule 2, Back to the Roots, ne, klassische Reiterspielstory, ne, oh nein, der Hof, er ist in Bedrängnis, wir haben kein Geld mehr. Und wir müssen das natürlich retten durch ein wichtiges Turnier, die klassische Reiterspielstory. Da hatten wir schon in Reitschule 1 gelobt, dass das nicht so ist, da ging es dem Hof gut, aber mittlerweile, der Hof von Oma und Opa ist in Bedrängnis. Aber das macht kein Problem, denn wir fahren vorbei. Entschuldige, dass ich zu spät bin. Es ist zurzeit so viel zu tun auf dem Hof. Es ist schon ärgerlich, dass deine Oma kein Auto mehr hat, nun, wo sie bald ihre Reitschule eröffnet. Sie hat sich weil sie immer so viel säuft. Zu schicken, um dich vom Bahnhof abzuholen, dass sie sogar vergessen hat, mir deinen Namen zu sagen. Was? Du weißt dann meinen Namen nicht mehr? Du bist doch Opa. Du bist doch Opa. Opa weiß meinen Namen nicht mehr. Oh Gott, da geht's dahin. Alzheimer ist nicht lustig. Übrigens, Spiel aus 2007. Leute, Tivola natürlich, feinstes Tivola Publishing. Von Ghost. Ghost Publisher und Tivola. Ich weiß nicht, wer es jetzt gemacht hat. Das ist ein klassisches Tivola-Schmiedespiel, denke ich mal. Die schönsten Pferdewelten, deine Reitschule 2. Zusammenarbeit mit Meredith Michaelis, Meerschwein. Ja. Und Opa weiß irgendwie nicht mehr, wie wir heißen. Wir heißen natürlich wieder Marie, oder? Damit wir das. Na, Maria hieß sie, ne? Maria. Ach so, ein Junge kann ich auch sein. Ach so. Nee, Junge sieht scheiße aus auf dem Pferd, oder? Komm, wir machen natürlich wieder ein Girl, oder? Leute, ihr müsst mal reinschreiben in die Kommis. Ob ihr sagt, nee, Peggy, spiel doch auch mal ruhig Jungen bei Pferdespielen. Ich persönlich finde nämlich irgendwie Jungen immer irgendwie komisch doof. Ich weiß auch nicht, warum. Ich spiele Pferdespiele nicht so gern mit Jungen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, die sehen immer komisch aus. Ja. Aber um die Story weiterzuführen, oder? Wir sind natürlich Maria. Man kennt uns ja aus Teil 1. Es sei denn, Maria stirbt in Teil 1 am Schluss oder so. Das haben wir dann nicht mitbekommen. Ich hoffe nicht, dass das so ist, aber ja, offenbar kann sich Opa wohl nicht mehr an uns erinnern. Schau, wir sind da und deine Oma erwartet dich. Was? Es ist so dumm. Ich verstehe schon, das ist halt ein Spiel für Kinder, wo man sagt so, oh ja, meine Oma und so. Aber ich meine, dann steht da der eigene Name. Okay, ist cool. Man kann es ja seinen eigenen Namen eintragen. Man denkt so, oh, meine Oma hat einen Hof. Das ist ein bisschen Roleplay-mäßig. Ich verstehe das schon. Aber ich meine, dass unser Opa sich nicht mehr an unseren Namen erinnert, finde ich schon ein bisschen lustig. Aber ich finde diese am Anfang ist diese Fahranimation geil. Oh, guck mal, da kommen wir hier an auf dem Hof. Da hinten ist die Reithalle. Ist das Oma? Oma, das sieht jünger aus als vorher. Hallo. Hallo. Na, musstest du nicht zu lange am Bahnhof warten?
Vielen nee. Dank nochmal, Herr Petersen. Ich bin Ihnen wirklich zu Dank verpflichtet. Besuchen Sie mich einmal bei Gelegenheit. Kommst du mit? Ich zeig dir mein Büro. Ach, das war gar nicht unser Opa. Dann macht das natürlich alles Sinn. Ein cleverer Schachzug von Tivola, muss ich sagen. Okay, es war hier Petersen, wer auch immer das ist. Wir sind also mit irgendeinem komischen Weirdo mit dem Auto zur Oma gefahren. Ach, okay, alles klar. Dann macht natürlich die Namensgebung schon Sinn. Wir heißen jetzt trotzdem Maria, damit das passt. Da steigt sie aus. Hey, wie geil das gemacht ist. Das haben wir sonst bei keinem Spiel in diesem Alter, dass sie da... Tschüss, ja, komischer Weirdo. Pom, der ist verpisst dich. Okay, sie hat irgendwie auch so ein bisschen Beschwerden mit dem Kreuz anscheinend. Und Riesenfüße. Mein Gott, hat sie riesige Füße. Achso, wollt ihr mal kurz voten? Leute, gestrecktes Bild oder nicht gestrecktes Bild? Ich werde jetzt währenddessen mal... Wir haben noch eine Menge zu tun in der Reitschule. Aber es sieht schon ganz gut aus. Wie deine Mutter dir sicher schon erklärt hat, brauchen wir dich, damit du uns hilfst, unsere Reitlehrmethoden für die Reitprüfungen zu überprüfen. Mhm. Okay. Gut, ja, das für deine Methoden zur Überprüfung bin ich natürlich da. Sicher gehen, dass die Kinder, die unsere Reitschule besuchen, schnell und gut lernen, was man zum Bestehen der Reitprüfungen braucht. Was ist mit Opa? Als wirst du deine Tante und deinen Onkel begrüßen. Ja, okay, jetzt suche immer noch ich mir aus, wen ich begrüße. Nicht gleich hier solchen diktatorischen Ton auf den Tag legen. Schau mal. Okay. Ich habe dir eingezeichnet, wo du sie findest. Geh zu ihnen, während ich dein Gepäck hochbringe und komm danach zurück in mein Büro. Ich hatte gar kein Gepäck. Fällt mir gerade so auf, ich hatte gar kein Gepäck. Ich brauche doch so ein bisschen Unterwäsche zum Wechseln und vielleicht eine Reitklamotten und so und neue riesige Schuhe. Ah ja, genau, also in die Kommentare schreiben, gestreckt oder nicht gestreckt. Ihr seht ja den Unterschied, ich habe es jetzt so ein bisschen in die Folge reingeballert. Willkommen in der Reitschule. Na? Du kannst dich fortbewegen, indem du die linke Maustaste drückst und den Cursor dahin setzt, wo du gern hin möchtest. Ah, tatsächlich, das ist ja geil. Das ist ja wenn wie bei mein Gestüt. Wenn du oder eine Tür triffst, die aufleuchtet und du den Cursor darauf setzt, dann klicke mit der linken Maustaste, um mit den Personen zu sprechen oder das Gebäude zu betreten. Das ist ja voll geil. Um jederzeit zu wissen, was du zu tun hast, drücke die Escape-Taste, um die laufende Aufgabe... Okay, laber nicht. Ey, das ist ja voll geil, das Spiel. Ey, das ist ja voll geil. Okay, sie läuft wirklich creepy. Kann ich auch langsam gehen? Das ist wirklich, das sieht gruselig aus. Sie läuft so ein bisschen angeschränkt. So, oh, ich muss laufen, ich muss da hin. Komm, ja, ich habe es geschafft und außerdem muss ich auch dringend auf Klo. Okay, also, das ist auf jeden Fall sehr geil. Also, mir gefällt das mit der Steuerung und das Spiel sieht auch cool aus. Oh, ich kann ranzoomen. Aha. Gucken wir sie uns mal an. Das ist also Maria mit ihrem Kessen hochgekrempelten Jeans und ihrem ja, Träger-Top-Kleidchen irgendwie Spaghetti-Dings. Und ihren Chucks oder was das sind. Ja, sie sieht auf jeden Fall ein bisschen zulässig fast aus. Oder ihre Haltung ist so ein bisschen, als würde sie gerade aus einem Hip-Hop-Spiel kommen. Irgendwie, wo man Rap-Battles gegen andere Leute macht. Graffiti-Spread und ein bisschen Breakdanced oder sowas. Und passt auch zu dem geilen Intro-Song. Ich kann hier überall hinlaufen. Okay, das ist sehr geil. Und wenn ich so spielen will, dann kann ich spielen wie bei Mein Gestüt 2. Das ist ja fantastisch. Das ist wirklich cool. Ich finde, das kann ich springen. Nein, okay, es wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, geile Sache eigentlich. Sieht auch gut aus, oder? Hey, von 2007, Leute. Also, das kann sich echt sehen lassen. Da habe ich echt schon hässlichere Spiele gesehen. Was ist das? Gluten? Ich weiß es nicht. Lutin und du bist Scooby-Doo. Okay. Ich reite dich auf keinen Fall. As the Peak. Der heißt Arsch der Pike. Ja, auch ein interessanter Name. Oh. Wieso denn Diabloten? Was ist das für ein Name? Ich wollte sie eigentlich Diabole nennen, aber ich habe mich verschrieben, deswegen heißt jetzt Diabloten. Idioten. Das klingt so wirklich wie Idioten. Diabloten. Diabloten. Diabloton. Diabloson. Diabloton. Alter, wen soll ich denn von euch reiten? Ihr habt alle scheiß Namen. Dann nehme ich doch lieber Lutin. Oh, das ist auch, guck mal, ganz schön krasse Stirn hier, oder?
Krassen Haaransatz, die Pferde hier. Skobido und Arsch der Pike. Und natürlich Diabloten. Idioten. Oh, hallo. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Nein, sowas. Wir haben uns wirklich lange nicht gesehen. Du bist das ist Chiara Ohofen. Bist du da, um uns zu helfen? Ja. Ja, anscheinend kennt sie mich gerade, die krassen aufgespritzten Lippen, Alter. Ich bin eigentlich ein Model. Oder das ist so eine Reiter-Influencerin, weißt du so? Die hat schon richtig geschafft, so. Ich bin Model, aber auch Reitsportlerin. Und ja, ich habe einen Instagram-Account mit 600.000 Followern. Und ja, ich habe einen YouTube-Account. Kannst mir gerne followen. Und für Kooperationsanfragen stehe ich jederzeit offen. Alles, was die Pferdepflege und die Pferdehaltung betrifft. Ich werde dir einen Tipp geben. Wir werden viel Spaß dabei haben, uns um die Pferde zu kümmern. Ich bin gleich wieder da. Bis nachher. Ja, okay, sie ist ganz lieb irgendwie. Krasse Stiefel. Okay, also die haben sie ja schon ganz schön aufgedonnert hier, die Alte. Aber okay, dem sei so. Aber die Grafik ist schön, ich mag das. Könnte ich mich dran gewöhnen, also wirklich. Grafikstil kriegt von mir schon mal A++, Leute. Oh nein, das ist unser Onkel. Ist das jetzt ihr Mann? Na, so wie alt ist der, 20? Deinen Zug verpasst. Willst du deinen Alter, hast du vielleicht noch... Nee, wie soll ich denn um dich rumkommen? Hat dich Oma schon ein wenig herumgeführt? Dafür wird noch genug Zeit bleiben, auf alle Fälle. Eine Reitprüfung ist keine leichte Aufgabe. Du musst Geduld mitbringen. Aber sei unbesorgt, wir werden dir alle helfen. Krass, er hat dann noch ein engeres Poloshirt gefunden irgendwie. Wenn er noch mehr pumpt, dann platzt er gleich aus seinen Nähten. Abgefahren. Ich meine jetzt, es ist natürlich, ne, im Breitbild sieht er noch ein bisschen anders aus als im normalen Bild, dass er gestreckt ist, noch ein bisschen massiver, aber trotzdem. Und warum sitzt denn sein Hosenschlitz hier so an der Seite? Der kommt hier in die Mitte. Der sitzt verkehrt, die Hose ist ein bisschen verrutscht oder ist da irgendwie nicht genug Platz oder was? Ich kümmere mich um alles, was mit dem Reiten zu tun hat. Und solange du keine Dummheiten machst, darfst du auch mit mir reiten. Okay, ich muss weiterarbeiten. Lern erst mal alles kennen. Bis bald. Was heißt denn, wie mit dir reiten? Wie, man reitet doch nicht Tandem, oder was? Und wie, was denn für Dummheiten? Was ist denn er für ein Typ? Ich wette, er ist schuld daran, dass der Hof vor dem Ruin steht, vor dem Urin. Und er hat das bestimmt total zu verschulden, ey. Ich trau dem schon gleich gar nicht. Ja, das ist ja voll das coole Spiel. Das ist ja Megi. Das ist ja Megi, Megi, Magi. Super cool, ey. Ich hab übrigens, also nochmal danke an Annika, die mir das geschickt hat. Ich hatte es schon, aber tatsächlich ist bei einem der zwei Spiele, ich weiß nicht bei welchem, die CD so zerkratzt, dass man sie nicht mehr lesen kann. Deswegen geil, dass ich ein zweites habe. Hey, vielen Dank, Annika, für das Spiel. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, welches ist. Also von dem her, hey. Ich, keine Ahnung. So, wir gehen mal hier into the Biro und checken mal ab, was die Oma so sagt. Na, hallo, Oma. Hast du dich in der Reitschule umgesehen? Wahrscheinlich hast du dich beeilt, damit du dich um die Pferde kümmern kannst, oder? Nee, ich Hunger. Ich habe dein Gepäck auf dein Zimmer gebracht. Wir Geil. Haben es gerade fertiggestellt. Du hast viel Platz, um dich zu entspannen und in Ruhe die Lektionen für die Reitprüfungen zu lernen. Oh, lernen, da habe ich richtig Bock drauf in den ich Ferien. Ich habe den Eingang zu deinem Zimmer im Plan eingezeichnet. Es befindet sich rechts vom Büro. Du kannst dorthin gehen, um deine restlichen Sachen abzulegen. Die also Anreise quasi war lang. Nebenan. Ruh dich ein bisschen aus und komm danach hierher zurück. Ich werde dir dann erklären, was du die nächsten Tage zu tun hast. Oh, ich freue mich schon richtig hart auf Arbeit. Ey, das ist das Beste in den Ferien. Richtig viel arbeiten. Oh, kannst du mal deinen Kopf gerade halten? Oh Mann, wieso steht ihr denn so schief da? Ich meine, ich kann schon verstehen, sie wollten sie wahrscheinlich ein bisschen authentisch lässig machen. Erstens mal, krass, was hat die Alte für ein Kreuz, ja? Zum Zweiten, ich mag das nicht, wenn ein Hals so nackt ist. Also, da müsste jetzt noch eine Kette hin oder so. Das ist auch viel, viel zu groß alles irgendwie. Ist viel zu. Oder und sie läuft komisch. Und warum steht die denn so schief? Können wir sie bitte umziehen? Vielleicht macht das die Sache besser. Ja, Reiterhosen müssen her. So, Reiterhosen, natürlich keine Chucks, schöne Reitstiefel. So.
Nee, komm, das läuft nicht. Können wir neue Sachen kaufen? Ich hoffe, wir können neue Sachen kaufen. Okay, sieht sie schon eher aus wie eine Reiterin. Das passt. So, was ist das? Hier ist Bett schlafen, Sportsachen. Richtig cool. Haben sie schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich meckere zwar ein bisschen rum, aber das meine ich immer nur Spaß. Also es ist schon ein sehr cooles Spiel. Also kein Archiv vorhanden. Sehr schön. Ja gut, dann nehmen wir mal den ersten Tag, so wie es ist. Eure Meinung, Kommentare in die Kommentare, nicht in die Infobox. Da gehört ihr nicht rein, wisst ihr ja. Also alles rein in die Kommentare. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr es gespielt? Wie findet ihr es? Seid ihr auch so positiv beeindruckt davon wie ich? Ist auf jeden Fall eine krasse Veränderung zur Reitschule 1. Da haben sie wohl gelernt. Finde ich gut. Ja? Mit dem Spiel kann ich mich, glaube ich, schon eher anfreunden. Was sagt ihr zur Körperhaltung von Marie? Was sagt ihr zu Jungs und Pferdespielen? Breitbild oder, also gestreckt oder normal? Ne? Gestreckt oder normal, sagt es mir. Bis dahin, danke fürs Reingucken und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.